Teile der SPD haben sich in einem offenen Brief kritisch zu der geplanten Verschärfung der Asylpolitik geäußert. Hunderte Sozialdemokraten des linken Parteiflügels fordern die SPD-Vertreter in der Bundesregierung auf, das Asylrecht zu verteidigen und die Brandmauer gegen rechts aufrecht zu erhalten. Parteimitglieder aus Berlin-Neukölln sollen den Brief in die Wege geleitet haben. Die Unterzeichner bezeichnen die verschärften Maßnahmen als ineffektive Scheinlösungen gegen den islamistischen Terrorismus. Die rechtspopulistische Narrative legitimierten mehr als 1300 Sozialdemokraten sollen das Anliegen unterstützen, heißt es auf der Website.